Wertvollste Fußballer, Messi nur noch auf Platz 3. Wer sind die Gewinner und Verlierer im Marktwertranking in Spanien? Transfermarkt.de veröffentlichte die frischen La Liga-Zahlen. Bayerns Wunschverteidiger Lucas Hernandez, 22, Atletico, steigt von 50 auf 60 Mio. Euro. Für Barca-Superstar Lionel Messi geht es von 180 auf 160 Mio. Euro runter. Der Grund, das Alter. Für den fünfmaligen Weltfußballer, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, ist es das zweite Minus seiner Karriere. Zuletzt ging es für Messi im Februar 2008 von 60 auf 55 Mio. Runter. Jetzt ist er nur noch der drittwertvollste Spieler nach Mbappé und Neymar, aber Messi ist noch immer in Topform. In dieser Saison machte er in 19 Pflichtspielen 20 Tore, bereitete dazu bereits 12 vor. Allein in der Liga traf er 14 Mal in 14 Spielen, dazu 10 Vorlagen. Damit ist er aktuell bester Torschütze in Spanien.